Sollte es doch schief gehen. Aber daran wollen wir gar nicht glauben, auch nicht unser Kommentator Hans Huber. Ja, natürlich sind wir einigermaßen optimistisch bei diesem Spiel. Aber man darf nicht vergessen, die Schweden sind ein ganz harter Brocken. Denn sie haben bisher bei jeder Weltmeisterschaftsqualifikation, in der wir auf die Schweden getroffen sind, haben die Schweden die Oberhand behalten und haben die Österreicher besiegt. Und sie sind die Dritten der letzten Weltmeisterschaft 1994 in den USA. Also ein ganz schwerer Gegner, aber Österreich kann bei 3 Siegen in den noch ausstehenden 3 Spielen Gruppenerster werden und zur Weltmeisterschaft nach Frankreich fahren. Und